Heute dürfen wir Ostern feiern. Zu diesem Festtag begrüße ich Sie alle. Ich hoffe, dass für Sie in Ihrer konkreten Lebenssituation ein Tag ist, wo Sie spüren, neben Ihnen, vor Ihnen ist das Osterlicht, das Zeichen des Auferstandenen, dass das Leben sich durchgesetzt hat gegen den Tod. Ich meine, unsere Welt braucht heute so ein Licht. In der Dunkelheit unserer Tage heute ist dieses Licht mit den Nägeln, mit den Wundmalen Jesu ein Zeichen dafür, das Leben ist stärker als der Tod. Ich halte mich bei diesem Licht fest. Und es ist für mich, der auferstandene Jesus von Nazareth ist für mich jemand, für den ich Tag und Nacht unterwegs bin, um den Menschen zu sagen, du bist geliebt, er führt dich, er zeigt dir den Weg. Ich hoffe, Sie spüren, dass die Zukunft auf Sie zukommt, ja, auf die ganze Welt. Unsere Welt braucht heute das Osterfest. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest und denke, die Freude über das Leben ist stärker als der Tod.